Die Windkraft hat Rückenwind. Im Jahr 2013 stellte Felbermayr europaweit rund 240 Anlagen auf. Auch in Österreich boomt die erneuerbare Energie. Und so wurden bereits Anfang 2013 mehr als 20% der Haushalte mit Windenergie versorgt. Ende des Jahres waren es bereits 30%. Dazu errichtete Felbermayr in Niederösterreich und dem Burgenland rund 80 Anlagen. Dabei waren komplexe logistische Herausforderungen zu bewältigen. So wurden beispielsweise etwa 1200 Transporte für die Lieferung der Anlagenteile durchgeführt. Ursprungsländer waren Spanien, Deutschland, Dänemark und Österreich. Kurzfristige Änderungen der Transportvorgaben machten mitunter die Logistikplanung von mehreren Wochen zunichte. So zum Beispiel die Ablastung der Raderhochbrücke über den Nordostseekanal. Dadurch mussten etwa 250 Ladungen vom Verkehrsträger Straße auf das Schiff gewechselt werden. Die Route führte somit via Rotterdam und den Rhein-Main-Donau-Kanal in den Schwerlasthafen nach Linz. Der Felbermayr-Standort Linz war aber generell ein wichtiger Lager- und Umschlagplatz für die Anlagenteile. Für den Transport der mehr als 50 Meter langen und 15 Tonnen schweren Windflügel kamen sogenannte Telesteps zum Einsatz. Die Turmsegmente wurden mit Windturmadaptern geladen und transportiert. Diese Spezialtieflader gewährleisten einen besonders schonenden und effizienten Transport der Komponenten. In Spitzenzeiten waren bis zu 50 Fahrzeuge gleichzeitig für die Belieferung der Baustellen unterwegs. Neben Logistik und Transport forderte auch die Hebetechnik Mensch und Maschine. So sind beispielsweise mehr als 40 Lkw-Transporte nötig, um einen Großkran samt Zubehör auf die Baustelle zu liefern. Etwa 3 Tage dauert es dann, bis die rund 100 Einzelteile montiert sind. In Hubbereitschaft bringen es die Stahlkolosse auf mehr als 1000 Tonnen Eigengewicht. Insgesamt waren für das Errichten der 80 Anlagen 10 Großkräne mit Traglasten von bis zu 1200 Tonnen gleichzeitig im Einsatz. Rund 30 Hilfskräne wurden für das Be- und Entladen sowie für die Vormontage und als Nachführkran zum Hochdrehen der Windflügel benötigt. Je nach Windverhältnissen kann eine herkömmliche Anlage in 2 bis 3 Tagen errichtet werden. Erstmals wurde in Österreich auch ein sogenannter Hybridturm errichtet. Der Turm aus 48 Betonsegmenten, die auf der Baustelle zu einer Höhe von 83 Metern zusammengefügt werden. Ergänzt durch einen 55 Meter hohen Stahlturm wird eine Nabenhöhe von 143 Metern erreicht. Die 56 Meter langen Rotorblätter werden am Boden vormontiert und anschließend für die sogenannte Sternmontage hochgezogen. Dazu kommt ein Gittermastkran mit einem 153 Meter langen Ausleger zum Einsatz.
Schlussendlich erreicht die Anlage eine Gesamthöhe von 200 Metern. Die Flügel ernten auf einer Fläche von 1200 Quadratmeter rund 3 Megawatt. Das entspricht dem Jahresstrombedarf von mehr als 2000 Haushalten. Europaweit betrachtet sind derzeit rund 7% des gesamten Strombedarfs durch Windkraft abgedeckt. Im Jahr 2020 sollen bereits 18% des gesamten europäischen Strombedarfs durch diese erneuerbare Energieform produziert werden.